Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cat Quest. Yay! Wir machen mal die Pflegemama-Quest hier noch weiter. Ich glaube bestimmt noch die letzte Mission haben wir hier, dann werden wir auch demnächst weitermachen mit der Hauptmission. Denke ich. Mal schauen, wie das Level da sein wird. Ihr seid zurück, ich muss Welpe G nach Fellingard senden, wo er sicherer sein wird. Werdet ihr mir helfen? Für die Mutter. Ich plane, Welpe G mit dem Boot nach Fellingard zu senden, aber ich brauche Holz. Ich habe markiert, wo Holzvorräte abgelegt werden. Bitte helft mir, sie abzuholen. Na gut. Dann holen wir uns mal ganz kurz das Holz. Das gehört mir, du kannst es nicht haben. Tschüss. Schlüff. Oh. Die Sankro habe ich bestimmt auch schon gemacht, ne? Oh, ich werde irre, ey. Na, hier ist es dann halt. Wie viel Damage macht ihr mir eigentlich? Ach, gleich beide. Sonst macht's ja keinen Spaß. Schnell killen! Bevor die dann noch weiter casten. Au. Ich weiß gar nicht, ob ich hätte besiegen müssen überhaupt. Sie sind hier, spring besser. Mama, warum schickst du mich weg? Tschüss. Na gut, die einzelnen 2, 3 Erfahrungspunkte brauche ich nicht mitnehmen. Das lohnt sich nicht. Warte, ich bin Welpe G. Ich will nicht nach Fellingard gehen. Meine Fellfamilie ist hier. Ihr müsst mich hier bleiben lassen. Okay. Wirklich? Ihr lasst mich hierbleiben? Vielen, vielen Dank. Nehmt dies. Lecker. Ich werde mir eine Ausrede wegen des Holzvorrats überlegen. Ihr könnt Mutter später finden, um sie zu überreden, mich bleiben zu lassen. Nice. Und der Stab ist auch ganz ordentlich. Ach, den hat er schon. Das ist super. Ah, dafür 121 magischen Schaden hat er jetzt. Ne? Heftig. Da bist du. Welpe G sagt, dass ihr mir etwas sagen wollt. Für die Familie. Es hat was mit Welpe G zu tun, richtig? Ich habe bereits meinen... Wir haben einen Tipp erhalten, dass sie eine Katze ist. Das muss dieses gelbfällige Etwas sein. Warte, die Soldaten sollten noch nicht hier sein. Erst viel später. Welpe A, du hast deinen eigenen Bruder verraten. Genug, wir werden einfach euch alle festnehmen und kommt heraus! Mama, wir müssen uns verstecken! Hm, na toll. Oh. Au. Oh, Alter. Da hat er mich voll auseinandergenommen. Gut, ist auch Level 45, muss man mal sagen, ja. Okay, die heilen sich. Oh, also meinen kleinen Welpenfriend. Was ist denn da? Hast du gerade Barry gestanden? Du Schuft. Harter Kampf. Du musst es doch nicht sein. Kann ich hier Pause machen werden? Das kann ich.
Da muss ich mit ihm ein bisschen kämpfen. Und gut, dass natürlich alle anderen jetzt noch mit dazukommen. Aber es ist gut, dass wir fünfmal... die ganzen anderen Gegner nicht mehr dabei haben. Das kann ich auch. Take it! Ah, verdammt, die heilen sich. Das ist uncool. Okay. Dann noch nicht. Okay. Dann lassen wir das erstmal. Gegen Level 45 als Level 36er ist dann doch noch nicht ganz so geil. Septengin-Ruinen, Level 35, kann man machen. Die habe ich bisher tatsächlich noch nicht. Das sind wirklich, diese Ruinen sind einfach nur just for fun. Es antwortet nicht. Du findest eine schnell hingekritzelte Notiz. Überfallen, Schatz genommen, weggerannt, versteckter Pfad. Okay, wo ist der versteckte Pfad? Ach so. Die mal hier wahrscheinlich, war. Und ist der versteckte Pfad ein... Nein, ist er nicht. Ich mag sowas nicht, wirklich, da kriege ich immer Albträume von, wenn ich auf nichts laufe. Achso. Mag ich überhaupt nicht. Okay, gehen wir erstmal da hinten hin. Du findest eine Notiz beim Soldaten. Gefährlich, allein zu gehen, hätte nehmen sollen. Ein Kochgewand. Gesundheit plus 50%. Kann man sich ordentlich aufboosten. Hier gibt es aber im Vergleich zu Cat Quest... Ich weiß gar nicht, ob es im Cat Quest 1 viel mehr Achievements gab. Hier gibt es echt kaum welche. Es gibt 9 Stück. Ah, das ist eigentlich nichts, ist das. Bisschen schade, es gab hier halt in Cap Quest 1 gab es das Achievement irgendwie. Oder weiß gar nicht, ob es das gab oder ob ich mir das gerade nur einbilde, dass man alle Sets halt trägt, so ein bisschen, ne? Die ganzen Set-Gegenstände. Also des alten Kochgewänder, Baden-Equipment und so weiter, sowas halt alles. Ja, ich weiß nicht, ob es das gab. Sturmrüstung, Blitzwiderstand. Das war's schon. Haben wir noch mehr von den Ruinen? Das ist auch irgendwas. Keine Ahnung, ja. Naja, macht mich das irre. Na gut, wir werden sicherlich noch welche, schon noch welche finden irgendwann. Das habe ich mir irgendwie gedacht. Komm mal her. Okay, da komme ich das noch nicht lang. Komme ich auch nicht lang. Faszinierend. Aber wie komme ich da hin? Haben sie nicht gesagt, oder? Achso, doch hier die geheime Höhle wahrscheinlich. Da haben wir noch eine Ruine. Wie heißt die? Divigny-Ruine. Komm, wir haben ja noch nicht besiegt. Dem geben wir die gleiche Behandlung wie allen anderen auch. Ding, 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 ding. Okay. Welches Level?
38. Na gut, dann doch noch nicht. Dann werden wir uns tatsächlich mal der Hauptquest wieder widmen, bis wir ein paar Level aufgestiegen sind. Nehmen den die geheime Abkürzung oder den geheimen Eingang. Die fernen Höhlen. Mhm. Ich muss erstmal alle Gegner killen. Ein neuer Zauber. Sofern wir das überleben, gehen die ganzen schnellen Viecher hier. Bam, 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 bam. Königsblut, erwecke deine innere Kraft. Du hast Kraftwuffer gelernt. Max Mann ist auch aufgestiegen. Oder ist auch gestiegen. Entfessel einen sich drehenden Wirbelsturm. Alter, 101, 132 Schaden. Frosttatze. Oh, das kann nur ich machen, oder wie? Nee, ach so. Wollte schon sagen, Ching, 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 ching. Mhm. Sehr schön. Okay, wir müssen erstmal wieder in die Mitte rein, um hier rüber zu kommen. Dann gehen wir erstmal hier oben lang, wa? Ich glaube, dass der richtige Weg war. Ich hasse diese Viecher. Solche Feiglinge. Ja, war schon, denke ich mal, der richtige Weg. Da oben geht's wieder raus. Ach, da ist der Ausgang. Ja, klar, logisch. Gibt ja einen Grund, warum wir hier gewesen sind. Die Erfahrung, wie gesagt, brauchen wir erstmal nicht. Ist nicht relevant. Keule des alten Meisters. 13 Schaden, 19 Verteidigung, sind minus 50%. Das ist eine Waffe, wa? Wir verlieren 465 Leben, kriegen allerdings Schaden dazu. Und 19 Verteidigung. Eigentlich gar nicht so verkehrt, ne? Aber Angriff für 15% verlieren wir natürlich auch nochmal. Vielleicht auch noch nicht so gut. Haben wir Dungeon geklärt? Habe ich es nicht gesehen. Ach. Gibt auch ein Achievement, die ganzen Dungeons alle zu klären. Naja, vielleicht müssen wir irgendwann später nochmal durchgucken, alles. Aber ich glaube, das habe ich dann geklärt, oder? Wenn es da steht, dieses Symbol. Noch keine richtige Legende hier gefunden. Schnarch. Kann ich zu Hot Dog auch schon rein? Ja, kann ich. Er ist auch da. Ich möchte nichts verbessern. Plus 2, plus 2. Nö, machen wir später. Brauchen wir jetzt nicht. Lassen wir nicht zu euch da unten hingehen. Seid ihr böse? Schnarchsäcke, Meine Könige, ich glaube, Wolfen ist bereits drinnen. Der Wettkampf von Wuffhauser. Schnell, wir müssen zum Splitter gelangen, bevor Wolfen es tut. Level 35, okay. König Wuffhausers Wettkampf. Wahrscheinlich, wer schneller durchkommt, wa? Ach nee, doch nicht, du bist schon am Ende. Endlich wird die ultimative Macht mein sein. Oh nein, schnell raus. Naja, schnell rein. Schnell durch, meine ich. Hallöchen. Ein riesiger Schlüssel. Oh, ich komme durch den Schlüssel gar nicht durch. Wow, cool. Es nimmt mich super, super krass an The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ohne Witz. Die Sounds, die Rätsel mittlerweile, diese Schreinarten. Das ist so cool. Ich finde das super, super nice.
Gefällt mir echt gut. Muss das sein? Dieser ekelhafte Schild. Ah, eine schöne große HP-Leiste, gefällt mir. Mag ich. Ich glaube, sowas gab es in Cat Quest 1 nicht. So, gehen wir mit so einer hohen HP-Leiste. Oh, der ist gleich tot, mein Buddy. Oh, schlecht, dass er da raus moved. Flup, 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 flup. Her damit. Ein Sturmbringer. Oh, ein paar Level aufgestiegen. Sehr schön. Deswegen brauche ich halt auch nichts in Geld investieren, weil nur die Zauber kann ich entsprechend nicht finden, um sie zu verbessern. Oh, ein ganz schön hohes Level, dass sie so viel durchhalten. Schön. Dummerweise hast du gerade deinen Mana verwendet? Nee, doch nicht. Nein! Ah, jetzt habe ich keinen Mana mehr. Ich sollte ihm, glaube ich, mal das ganze Badenzeug geben, oder? Was hat der jetzt an? Ne, das hier. Ritterrüstung. Na, nimm du das mit hier. Zack. Alter, ernsthaft? Ich habe dir die Ritterrüstung gegeben? Ich. Wow, ich bin so gemein. Was hat er hier? Hm, Feuerschaden. Wir nehmen hier auch das Badenkrams. Den Bardenhut. Ja, das ist okay. Dafür, dass er mehr Mana hat, ist das in Ordnung. Hat er gar keine Waffe? Also, er hat bisher noch keine Waffe gehabt. Witzig. Dann doch lieber die Verteidigung erhöhen. Achso, doch, er hat den Stab gehabt, verstehe. Na klar. Den braucht man natürlich. Müsste er jetzt aber Mana regenerieren? Ich finde es cool, dass die tatsächlich nur auf den Main-Character gehen, ne? Und nicht auf den, nicht auf den Buddy. Das finde ich echt cool. Es gibt so viele Tasten, die du drücken kannst. So viele Kombinationen, Wahnsinn. X, dann hast du, X zum Hero switchen. Mistvieh. Klick! Ah, okay, ein Schuss fehlt noch. Der Zwischenstep fehlt. Ah, gute Mana-Regeneration. Damit können wir uns sehr gut heilen. Ich denke, wir werden den Heilzauber auch verbessern müssen. Den finde ich schon sehr wichtig. Ganz schön aggressiv, die kleinen Mistviecher. Das stimmt, es gab ja noch eine andere Seite, ne? Zum Abgrasen. Lila Ninja-Kappe. 14 magisch. Ja, okay, kritisch. Nicht so geil. Natürlich grasen wir alles ab, selbstverständlich. Da drüben ist der andere Schlüssel. Ja, ich hasse das. es gibt einfach so viel. Okay, das ist aber relativ offensichtlich gewesen. Okay, so, jetzt wirklich nur eine Kiste ist. Oh. Eine erhöhte Gesundheit. Na gut, der hier war ja, der war easy, der Schlüssel. Ich liebe dieses Spiel einfach nur.
so cool. I love it. Kling! Und das letzte Portal geöffnet. Für uns zum Durchmarschieren. Oh, man sieht auf jeden Fall, beim Rollen ist man schneller. Einen minimalen Fortschritt hatte ich ihm gegenüber. Mhm. Okay. Cool, Dungeon abgeschlossen, dann können wir rausgehen. noch nicht ganz. Meine lieben Freunde, ich würde sagen, an der Stelle mal ganz kurz eine kleine Pause. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder von CatQuest, wenn wir gegen Wolfen vielleicht kämpfen werden. Final oder erstmalig, wer weiß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.